Um die Schlagfläche während des Bunkerschlages in der richtigen Position zu halten und sie nicht zu verdrehen, habe ich eine ganz einfache, simple Übung für euch. Und zwar macht ihr Sand auf eure Schlagfläche, stellt euch in eure Position und das Ziel ist es, einen Schwung zu machen, ohne dass dieser Sand von der Schlagfläche runterfällt. Sobald der Schwung etwas größer wird, fällt dann der Sand runter. Das ist auch völlig in Ordnung. Entscheidend ist für den Bereich unmittelbar vor und nach dem Treffmoment, dass der Sand da drauf ist. Der hilft euch, die Schlagfläche gerade zu halten und auch ruhig und langsam die Bewegung im Ausholen zu machen, weil sobald ihr das zu schnell macht, fällt der Sand nämlich sofort wieder runter. Viel Spaß beim Üben.